Recht herzlich willkommen zur 163. Folge vom Kerbal Space Programm. Hier, da steht unser Flugzeug und wir versuchen jetzt mal damit zu starten und vielleicht haben wir auch Glück zu landen. So, mal gucken. Da ist es. Einen kleinen Hyper hat sie gemacht. Bremse mal raus und Schub geben. Und dann wollen wir mal schauen, dass wir damit loskommen, ne? Okay, fährt oder ja, fährt. Und kommen wir schon hoch. Ja, kommen wir. Okay. Ich glaube, wir können ein bisschen Schub zurücknehmen und dann fliegen wir mal bei der Insel da vorbei. Das war ja da, wo dann noch ein Flughafen sein soll. Hatte Mordrak oder Dralo gesagt. Ich glaube, Mordrak war es. Achso, Fahrwerk vielleicht einfahren. Dann fliegt die Kiste vielleicht auch ein bisschen ruhiger, ne? So. X100. Ein bisschen so, ja. Okay, jetzt sind wir auf 900 Meter. Okay. Soweit alles gut. Lässt sich steuern. Fliegt ganz nett. Jetzt müssen wir gucken, wo der Flughafen ist. Aber ich glaube, hier vorne links ist der, oder? Wenn der da links ist, dann müssten wir mal so einen Bogen fliegen, denke ich mal, dass wir da hinkommen, ne? Wollen wir mal schauen. So. Ja, da sieht man schon die Landebahn. Bisschen langsamer werden. Weiß nicht, wie hoch das da ist. Aber ich denke, wir müssen jetzt auch langsam einschwenken. Okay. Okay, macht momentan einen guten Eindruck. Aber nur momentan. Ich glaube, das ist höher da. Aber ist vielleicht auch nicht so schlecht. Wo ist denn die Bahn da? Okay. Ich glaube, da kommen wir nicht mehr drauf. Ich glaube, da ziehen wir wieder hoch. Oh, die ist auch nicht sehr lang. Ja, jetzt haben wir es gesehen und ich glaube, wir fliegen jetzt wieder zu unserer langen Bahn. Da kommen wir vielleicht besser mit klar. Weil ich glaube, auf der kurzen schaffe ich das gar nicht zu landen. So, dann wieder zurück. Ist zurück, da ist zurück. Ein bisschen Höhe gewinnen. Ja, gut, da müssen wir hin, oder? Aber fliegen tut das Ding ganz gut. Ein bisschen mehr Schub können wir vielleicht gebrauchen.
glaube, wir müssen mehr noch da. Also fliegt sich äußerst schwer, muss man sagen, ne? Aber das hatten die Kollegen ja auch schon gesagt. So, wo müssen wir hin? Ich glaube, da ist unser Center, ne? Das heißt, wir müssen ja noch ein bisschen weiter rüber. Weil die Bahn ja so mehr schräg war, ne? Aber wir fliegen noch weiter nach da erstmal. Ja, da ist er. Bisschen langsamer. Ah, ich glaube, wir müssen jetzt einschwenken. Okay. Ja. Ein bisschen weiter nach links noch. Das war zu weit links natürlich, wie wir gerade sehen. Okay. Bisschen weniger Schub. Okay. Oh oh, das war ein kleiner Aufsetzer, ne? Oh. Okay, das war es noch nicht. Nochmal Glück gehabt, dass die Maschine noch heile ist. Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen schneller werden, damit wir die Kurve kriegen. Aber wir haben schon mal Kontakt gehabt, Bodenkontakt, ne? War schon mal was. Jetzt müssen wir erstmal wieder rum, ne? So. Jetzt sind wir. Lass mal die Räder wieder reinmachen. Und jetzt müssen wir gucken, was war. Ich glaube, die Höhe ist nicht so prickelnd. Auf ein neues. Okay. Da hinten ist unser Flughafen. Richtung ist schon mal einigermaßen passend. Können wieder mal Dingens rausmachen.
bisschen Schub wegnehmen, glaube ich. Kann nicht schaden. Oh, das sieht ja super aus. Aber da war leider so eine Welle im Boden, ne? Das war's dann wohl. Das heißt, wir können noch mal eine Runde drehen. Räder rein. Ja, der war gar nicht mal so schlecht, der Anflug. So, dann auf ein neues. Okay. Das wird wahrscheinlich nichts mehr. Oder? Probieren wird über studieren, ne? Känguru-Sport ist da drin, ja. Oh. Das war nicht gut. Okay. Aber er lebt noch. Ja, sehr schwer, wie man gerade merkt. Und deswegen, ja. So, mal gucken, ne? Ich glaube, hier kann man nichts machen jetzt, oder? Crewbericht bringt das. Oh, das bringt sogar was. Okay. Gut. Dann haben wir da Punkte gesammelt, auf jeden Fall. Ja. Mein Eva funktioniert wahrscheinlich, ja, oder? Aber doch, es funktioniert, aber guck dir das mal an. Na. Crewbericht hier. Müsste nichts bringen, oder? Oh, stell mal wieder ein, sonst kriegst du nachher Kopfschmerzen, obwohl die da auch drin auch hast. Gut, ja, dann können wir nur recovern, denke ich mal. Und gucken, ne? Haben wir Glück gehabt, dass die Kiste nicht explodiert ist, die Kapsel noch wenigstens da war. Ja, nicht viel Science, aber 1,5 haben wir gekriegt, ne? Und ja, ein bisschen Flugerfahrung auf jeden Fall. Gut, okay. Er hat leider kein nichts dazu gekriegt.
Das ist schade. Naja, okay, wenn man so einen Bruch macht, dann ist das vielleicht nicht so gut. Gut, okay. Dann würde ich aber sagen, soll's für die Folge reichen. Was wir nächstes Mal machen, weiß ich noch nicht. Schlagt mal was vor und ja, ich sag mal herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.